wie hat sich das denn eigentlich entwickelt? Und was hat die Firma selber denn früher auch schon für tolle Produkte als Milestones, wie man heutzutage sagt, entwickelt? Und da möchte ich eingehen auf etwas ganz Bestimmtes, und zwar auf unser 75-jähriges Firmenjubiläum, nämlich vor genau 50 Jahren, haben wir im Sauerland uns überlegt, meine Güte, was ist da der interessante Artikel? Und damals war das noch sehr, sehr teuer, so zum Friseur zu gehen, das ist glaube ich heute auch noch, aber die Damen hatten großes Interesse, wie heute auch, ihr Aussehen doch zu verbessern. Und deswegen haben wir ein Jubiläumsmodell aufgelegt. Das ist eine riesige Haartrockenhaube. Und das Interessante dabei ist, Sie sehen im Hintergrund die damalige Prüfstelle und Entwicklungsabteilung. Es mussten also alle weiblichen Mitarbeiterinnen sich als Testperson zur Verfügung stellen, weil es passte noch nicht so richtig mit der Temperatur und mit der Trockenzeit. Und es waren unterschiedliche Ergebnisse, sodass wir auch in der Tat einige Mitarbeiterinnen hatten, die dann doch ziemlich enttäuscht waren am Anfang, aber es ist uns dann doch gelungen, alles hinzubekommen, und wir konnten von diesem Artikel schon 1967 eine unglaubliche Stückzahl verkaufen. Das hat uns dann natürlich entsprechend motiviert. Ganz recht sehen Sie auch eine Person, die heute hier am Mikrofon steht, also ein richtiges Familienunternehmen vor 50 Jahren, war man aber auch schon in der Firma und hat mitgeholfen. Aber ein weiteres Highlight vor jetzt 25 Jahren ist unsere Café Caprice gewesen, die auch heute noch als Jubiläumsmodell ausgestellt ist. Und auch da möchte ich kurz eine Anekdote zu erzählen. Sie müssen sich vorstellen, was kann man denn machen als große Marketingaktivität, als mittelständisches Unternehmen. Man hat da nicht Millionenbeträge zur Verfügung, die man in Fernsehwerbung steckt, aber wir stecken das in ein Produkt, was es so noch nicht gegeben hat, und haben ja diesen Automaten gemeinsam mit dem norwegischen Kaffeekomitee entwickelt, weil es da um Zeit und Vorzubereitungszeit, um Temperatur und vor allem auch um Geschmack geht. Und als das Gerät dann endlich entwickelt war, just natürlich zu 100-Jährigen, haben wir einen Preis dann gemacht, wo auch alle gesagt haben, also jetzt sind die im Sauerland vollkommen übergeschnappt. Das Gerät mit der Glaskanne kostete damals, sage und schreibe, 169 D-Mark. Und das war im Vergleich zu dem teuersten Glaskannenautomaten eines nicht unbekannten Wettbewerbers, der mit B anfängt. Der hatte den für 99 D-Mark, und wir haben uns erdreistet, da 169 D-Mark einzuschreiben. Aber ja, der Lauf der Zeit hat uns dann doch recht gegeben. Wir hatten gehofft, in diesem Automaten 10.000, vielleicht 12.000 Einheiten irgendwann mal absetzen zu können.